Okay, ausnahmsweise, damit alles gespeichert wird. Jetzt müsste aber eigentlich alles belegt sein, so ziemlich, was man dann so fahren kann. So. Und ich hole mir kurz was zu trinken und deswegen bin ich gleich wieder da. Jo, bis gleich. So. Jetzt sind wir ganz allein. Und kriege ich mit 14 km/h die Straße entlang. Ja, ich weiß, ich hätte mal wieder im Vorfeld Gedanken machen müssen, was ich hier jetzt eigentlich sagen will. Aber, naja, so kommt eben eine gewisse Spontanität rein. Aber was kann ich reden? Ich könnte zum Beispiel darüber reden, über Eurotruck. Also, über die DLCs zum Beispiel. Es gibt da ein Going East DLC, das östlichere Sachen hinzufügt. Und es wird bald noch ein anderes DLC rauskommen, dessen Namen ich vergessen habe. Das jedenfalls, glaube ich, noch irgendwas im Norden hinzufügt. Ne? Wo soll ich denn fahren? Ja, 20.000 am meisten. Ist natürlich immer gut. Erst abfragen lassen. Soll ich überhaupt mein Licht an? Nee, oder? Ja, das war mein Headset. Das sollte das eigentlich nicht machen, aber manchmal macht's das. Wenn ich's auflade. So. Gut, jetzt davor. Beziehungsweise hinter. Dann können wir uns gleich unseren Auflieger holen und losfahren. Ja, worüber ich mal reden konnte, ist, wie eigentlich erstaunt ich darüber bin, wie gut Eurotruck und ja allgemein die ganzen Projekte auf meinem Kanal laufen. Ich muss sagen, ich hatte damit gerechnet, dass Life of Dream gut wird, aber Niklas, du bist wieder da. Ja. Ich habe damit gerechnet, dass Life of Dream gut wird, aber ich hatte nicht damit gerechnet, damit alle Projekte so gut laufen. So, jetzt hast du reden. Mal ne Frage. Und zwar. Scheiße! Ja. Ich hab's vergessen. Dann war's nicht wichtig. Ich weiß ja, scheiße, ne? Ich hab die Frage vergessen. Ja, worüber ich gerade geredet habe, ist, wie ja positiv überrascht ich eigentlich bin, wie gut sich mein Kanal zurzeit entwickelt. Geldgeil. Nein, Spaß. Ich mein. Ich hatte damit gerechnet, dass SAMP gut läuft, aber damit allgemein alles so gut läuft, das hätte ich echt nicht erwartet. Also ich bin auf jeden Fall vollkommen zufrieden mit den Likes und den Views. Kommentare könnten manchmal noch ein oder zwei dabei sein, aber Kommentare sind allgemein immer viel weniger als Likes oder Views. Das ist einfach Tatsache. Läuft das bei dir zurzeit so, Niklas? Lass mich raten, du machst zurzeit gar keine Videos? Richtig. Okay. Wie viele Abonnenten hast du? 30. Ist doch gut. Du hast doch auch, wo wir mit Life of Dream angefangen haben, 10 oder so gehabt. So, ist es 20.44 Uhr? So, ist das dumm? Ach nee, meine Uhrzeit ist falsch. Meine Uhrzeit war noch falsch eingestellt. Ach so. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Frankfurt mit einer Ladung Äpfel. Wow. Ja, das ist richtig spannend. Richtig spannend. Genau. Warum magst du nicht zurzeit keine YouTube-Videos? Gibst du mir recht, dass es manchmal an der Motivation liegen kann, wenn die Chooser einfach keine Views geben und keine Likes und keine Kommentare, damit man dann mal keine Videos macht? Ja, gebe ich dir recht. Ich wusste, ich beschuldige die Zuschauer nicht zu Unrecht. Du hast das Video gesehen, oder? Mhm. Ich weiß, dass du mich anlügst. Mhm. Das war das Infovideo. Das habe ich wirklich gesehen. Warum nur das Infovideo? Ich rede von dem neuen Eurotruck-Part. Oder was, ein Space Engineers-Part? Es war ein Space Engineers-Part und ein Eurotruck-Part, glaube ich. Wo ich den Zuschauern die Schuld daran gegeben hat, wenn einfach mal ein paar Videos nicht kommen. Einfach aus dem Grund, weil
Naja, man macht YouTube eigentlich im größtenteils mit dem Hintergrundgedanken, Zuschauer zu haben, die das Ganze gern schauen. Und das ist ja auch der Hauptmotivationspunkt von, ich sag mal ganz ehrlich, allen YouTubern, denke ich. Ne? Ja. Und na, wenn das einfach fehlt, dann ist es ja verständlich, damit ja dann eben auch einfach mal irgendwann tief da ist und man nichts machen will, ne? Ich meine, Ja. sowas bei mir voll oft und das. Gas. Das gibt's nicht, ne? Weil jetzt, wo ich die richtigen Spiele mache, läuft's ja echt gut. Also, natürlich, jetzt. Allerdings kannst du auch nicht nur auf die Spiele achten, die wichtigen. Du musst auch das spielen, was dir Spaß macht. Das meine ich allgemein damit. Also, was mir Spaß macht und was geguckt wird. So eine Mischung aus beiden, weißt du? Ich meine, es ist ja logisch, wenn ich irgendein Spiel spielen würde, wo ich total denke, ach Gott, ganz ehrlich, wann ist der Scheiß endlich vorbei? Das merkt man in dem Video und dann, ja, sind die allgemein nicht so gut. Aber hier mit den allen, da läuft's echt gut. Okay, ich muss zugeben, ich hatte heute eigentlich keine Lust, Eurotalk aufzunehmen. Ja, das lag aber daran, dass ich mir ein Mikro bestellt habe und das nicht ankommt. Deswegen war ich einfach geladen. Jetzt ist aber wieder alles gut, ne? Und deswegen kommt Na jetzt auch dann ja. am 21. Scheiß Postwichser. Auch pünktlich eine neue Folge. Eurotalk Simulator 2, sonst werde ich jetzt morgen, übermorgen leer ausgegangen. Weil jetzt wird's wieder schwer mit dem richtigen Aufnahmezeiten finden, weil meine Mutter wieder da ist, beziehungsweise die kommt heute Nacht. Ja. Wenn ich auf die Deswegen. Kupplung durchschaltet, irgendwie was weiter. Dann Ich hast du was nicht. falsch eingestellt, weil. Ja, dann kann ich ja nicht mehr nachts aufnehmen, weil er dann schläft, deswegen versuche ich mich gerade wieder so ein bisschen umzustellen. Bin jetzt auch gerade so. Wie viel haben wir? Sagt da steht 15:05 Uhr. Und ja, eigentlich ungewöhnlich, dass ich um die Zeit wach bin, aber. Ja, wie gesagt, ich versuche mich gerade umzustellen, damit ich tagsüber aufnehmen kann dann. Und bald auch mit der neuen Audioqualität. Außer ich produziere wieder ewig lange im Voraus und dann kommt das eh erst in Wochen. Was wahrscheinlich so ist, weil SMP habe ich letztens auch richtig viel mit dem Niklas aufgenommen. Wo wir eine erfrischende Diskussion geführt haben, wo wir beide gleich einig waren, dass Amerika ein An allem Lügenland schuld ist. ist. Und dass Hitler gut wäre, hätte er keine Juden umgebracht. Und hätte keinen Größenwahn gehabt. Aber das könnt ihr euch alles da angucken, ne? Hier. Erstmal Werbung für meinen eigenen Kanal auf meinem eigenen Kanal machen. Das ist wie wenn man einen Film im Fernsehen schauen würde und in dem Film kommt Werbung für den Film. Crazy, Werbungception. crazy. Sowas gibt's bestimmt. Bestimmt. Es gibt alles. Es gibt Leute, die spielen OMSI. Ja, die ganzen sind ganz schlimm. Ja, das lasse ich einfach mal einen Kommentar los. Was magst du denn nicht gerade um OMSI? Fahren. Ich meine, bist du gut oder bist du schlecht? Glaub, bin ich jemanden reingefahren. Okay, ja, muss ja auch erst in G27 gewöhnen, ne? Ja, aber das ist komplett wieder anders wie das Driving Force GD. Echt, das ist so ein großer Unterschied. Ja, heftig. Hätte ich nicht erwartet. Heftig. So muss auch gleich pennen gehen. Warum? Was ist denn Weil das meine Force? Pennanzeige fast ganz voll ist. Ach, ich meine, ein Eurotruck. nein. Ich meine schon Euro Truck. Was hätte ich gesagt? Ich muss jetzt leider mal die Aufnahme beenden. Aber Tastatur, das nein. wird wahrscheinlich erst später kommen. Okay. Ja, was ich vielleicht noch kurz sagen sollte, ist, wenn ihr jetzt zurzeit euch Space Engineers anschaut. Space Engineers ist ein aktuelles Projekt auf meinem Kanal, das ich sehr lange vorproduziert habe, weil ich einfach richtig viel Spaß an dem Spiel hatte. Das heißt, wenn ihr jetzt oder in den nächsten Wochen Space Engineers schaut, dann werden die Informationen, die ich darin sage, oder die Gesprächsthemen, die ich darin sage, vielleicht überhaupt nicht mehr stimmen. Okay, ich habe, glaube ich, nichts groß gesagt, was jetzt irgendwie vergänglich wäre. Aber halt zum Beispiel habe ich viel über meinen Kanal geredet in Space Engineers. Und naja, da könnt ihr euch denken, was labert der? Vielleicht habe ich ja was anderes gemacht, vielleicht nicht, wer weiß.
Ne? Ich habe das nicht vorbereitet bis zum, ich glaube, 20., 21., 22., 23., 9. irgendwo da um den Dreh. Also das war schon ordentlich. Da habe ich auch fast die komplette Nacht durch aufgenommen. Also ich habe immer aufgenommen, Pause, aufgenommen, Pause, aufgenommen, Pause. War am Ende 5 Stunden. Aber es hat auch echt Spaß gemacht. Gespräch. Was? Dein Kanal läuft jetzt mittlerweile gut. Du bist jetzt auch in einem Netzwerk. Genau, ich bin auch in einem Netzwerk und zwar Freedom. Das war nicht ein glücklicher Zufall. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, also ich wurde von irgendjemandem angeschrieben, von dem ich noch nie was gehört hatte. In meinem ganzen Leben nicht. Ich denke mal, der hat irgendwelche Rundnachrichten verschickt, damit er Leute auf Freedom anwerben kann. Weil das wahrscheinlich irgendwelche eigenen Vorteile bringt, wenn man viele anwirbt. Und als ich mir das angeguckt habe, gesehen, dass es ein Netzwerk, das auch kleine, also wirklich kleine YouTuber unterstützt. Und wenn man erst 10 Abonnenten hat, ne? Und das fand ich eigentlich echt gut. Und man hatte auch man hat auch jetzt nicht so Vertragslaufzeit oder so. Also ich könnte jetzt auch jederzeit einfach so aussteigen und man hat auch wirklich richtig gute Möglichkeiten dazu. Also ich habe eine riesen Auswahl an zur Verfügung stehender Musik, deswegen. Muss ich auch mal irgendwann drum machen, vielleicht hole ich mir da mal was. Ja. Aber unwahrscheinlich, weil wenn ich mir Musik irgendwo runterlade und eine Playlist erstelle, dann ist entweder alles zu laut, alles zu leise oder ich bin unzufrieden.